Hi Leute, wir spielen ein neues Weekend-Game und zwar Neverending Nightmares. Ich habe die Facecam mal ein bisschen näher rangezogen für dieses Mal und zwar auf einer Müsli-Dose habe ich es hingekriegt. Ja, so professionell, wie man das eben halt macht. Wie gesagt, wir spielen Neverending Nightmares, ein Blind-Projekt. Ich habe also keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe extra immer nicht in andere Let's Plays geguckt, obwohl es ja damals auch von dem einen oder anderen großen LPer schon gespielt wurde. Aber ich dachte, das halte ich mir offen für irgendwann, wenn ich im Angebot mal zuschnappe. Und das habe ich damals getan. Also spielen wir Neverending Nightmares. Das kam, ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel, am 26.09.2014 raus. Ist also noch gar nicht so alt. Und Entwickler ist Infinitive Games. Ich kann zu diesem ganzen Studio und dem Mann nicht viel zu sagen, außer dass er wohl privat selber ein paar Problemchen hatte. Und vielleicht entstand daraus auch dieses gruselige Spiel, in dem es irgendwie darum geht, dass jemand seinen Albtraum oder einen Albtraum oder irgendwelche schrecklichen Träume durchlebt. Ich weiß es nicht genau, aber es werden ein paar Monster bestimmt auf uns zukommen. Und ich werde jetzt nochmal hier in die Optionen gehen, weil es doch gerade ein bisschen laut ist. Obwohl ich das schon runtergeschraubt hatte, aber kann das halt nicht super einschätzen gerade. Vielleicht gehe ich auch zwischendurch nochmal in die Einstellungen. Ich habe das jetzt alles soweit fertig gemacht. Ich hoffe, es läuft. Sorry, dass im Hintergrund die Sonne scheint. Die scheint aber gerade nicht von da. Die scheint auf ein anderes Fenster da hinten aufs Gebäude. Und deswegen reflektiert sie hier rein. Sobald die Sonne sich in Wirklichkeit von der anderen Seite ein bisschen dreht, dann hört die Reflexion hier am Fenster auch hinter mir auf. Und obwohl wir abends haben, ist es halt einfach noch hell. So ist das im Sommer. Ich wünsche euch trotzdem recht viel Spaß bei dem Spiel, wenn man das so sagen kann. Ich hoffe, es wird ja nicht so gruselig, dass ich flüchten will. Und auf der anderen Seite erzeugt das natürlich ein bisschen Spannung. Und ja, viel Spaß würde ich einfach sagen. Wir legen einfach mal los. Neu beginnen. Achso, es geht schon los. Okay, ich darf hier mit ihm laufen. Gehen. So laufen wir mit ihm und alles ist in Schwarz-Weiß gehalten. Ja. Schön. Ja. Er ist jetzt irgendwie aufgewacht. Vielleicht schläft er ja aber auch noch. Und merkt es nur nicht. Das sieht aus wie so ein Alice-Bild im Hintergrund hier im Fenster. Und ich kann ich in den Schrank reingehen? Kann ich durch die Tür einfach gehen? Ja, kann ich. Okay. Gehen wir mal durch die Tür. Gehen wir mal durch die Tür. Oh, wir sind im Badezimmer gelandet. Schön. Irgendwie ist hier so ein bisschen Durchzug. Kann ich die Bade... Oh, warum ist er denn so... So... Oh. Ja gut. Stell dich mal nicht so an. Wir wollen ja gerade erstmal anfangen, das Spiel hier. Bisschen Action hier. Bin ja echt gespannt auf dieses Horror-Adventure. Das Genre ist Adventure, aber... Huh, ein Bild ist runtergefallen. Eine Familie. Und wer ist er? Sieht irgendwie aber auch niemand davon so wirklich ähnlich, oder? Doch dem Jungen. Ach, er ist der Junge. Guck mal hier. Der untere. Kann man da irgendwas machen? Ja, gut. Wir spielen den Jungen. Warte mal, war da nicht noch ein Brief auf dem Tisch? Hier? Okay. Geh mal durch die Tür. Hier, dann kannst du dir das Bild auch angucken. Und Kerl mit Weinflasche gelehnt an einer Säule. Mhm. Ach, er nervt mich jetzt schon so ein bisschen mit seinem Gewinsel. Oh, was haben wir hier? Eine Bibel? Psalmus 21. Psalmus 22. Ich bin anscheinend nicht gerade falsch sogar. Auf Latein hier das Ganze. Oder was? Was soll mir das jetzt bringen? Kann ich hier irgendwas machen? Ich muss mir erstmal noch ein bisschen, ja klar, einspielen. Ich habe das, wie gesagt, noch nie gespielt. Aber irgendwie, nö.
Und er wohnt hier ganz allein oder suchen wir die anderen? Geh mal da durch. Jetzt erschrecke ich mich wieder vor diesem Piepen. Was ist denn das für ein Vogel? Oder ist es einfach nur eine Hand in der Socke? Ein dunkler Schatten. Können wir da reingucken? Ja. Kann er eigentlich aus der Puste gehen? Kann ich hier lustig weiterlaufen? Können wir uns das Blut angucken? Warum ist das Blut blutig rot und wir nicht? Damit es gruseliger ist. So, in der Küche ist aber eine lange Esstafel. Hier noch ein ordentliches Stück Fleisch. Hört auf, mich hier zu erschrecken. Das ist ja furchtbar. Oh oh. Was wurde da reingesäbelt? Was wurde hier in den Häcksler gedreht? Was habe ich hier? Da tropft was runter. Oh, schönes Bio. Ja. Können wir das nicht nehmen? Oder so? Er guckt auch so. So schön. Ja, Und nun? Können wir da was drehen, zwirbeln? Mitmachen? Dann nicht. Ist einfach nur zum Angucken, oder was? Ja, super. Jetzt sind wir auch noch draußen. Im Schlafzeug. Mache ich auch immer so. Hab Albträume, gehe im Schlafzeug raus, in den Garten, auf die Straße, ab durch den Wald allein. Und am nächsten Tag mache ich wieder ganz normal Let's Plays. Das weiß doch jeder. Tollen Friedhof. Und nachts besuchen Justin LP Frühling. James Potter Caps, der dritte. Sean Robert Conn. Kevin Clark. Der Cousin von Louis Clark. Mocha White. Oh, jetzt haben wir hier einen schönen Kranz. Den kann er wegnehmen. Oh Gott, Gabby. You're still sleeping? You promised we'd meet for breakfast. Oh. Are you okay? You look upset. I'm sorry. I just had a terrible nightmare. I dreamt you were dead. That's silly. I'm fine. Besides, you always promised you'd take care of your little sister. Well, that was when we were kids. It's still true, isn't it? Yeah. Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. Thomas ist also der Name von dem jungen Kerl hier. Und er soll sich hinlegen, aber will nicht, oder? Nö, will nicht. Dann lauf mal hinter ihr her. Gabby! Geh nicht weg! Gabby! Gabby! Was hechelt er denn so hysterisch? Ist doch noch gar nichts los. Okay, gut. Hier, Papa mit einem Totenschädel ist auch schön. Ist hier jemand im Bett? Oder? Nö. Was ist denn los hier? Verrückt! Da ist Gabby. Auf dem Foto. Ah, oh, hier geht's runter. In den Keller. Geil. Wir lieben Keller. Vor allem in Silent Hill und solchen Spielen. Keller sind immer gut. In gruseligen Spielen. Das wissen wir doch alle. Ist ein bisschen dunkel. Hier gibt's einen Lichtschalter. Ich will jetzt aber raus hier. Dann gehe ich eben durch die andere Tür. Oh, im Badezimmer ist was passiert. Zähne. Hat Gabby aufs Maul gekriegt. Aber ich finde es komisch, dass man irgendwie gar nicht interagieren kann. Dass ich mir die Sachen nur angucken kann, macht mich irgendwie... Nicht, dass ich die Sachen einsammeln kann. Vielleicht muss man sie aber auch nur finden. Soll ich jetzt eigentlich nochmal in den Keller gehen und darf mich nur nicht erwischen lassen? Vielleicht muss man einfach immer wieder die Räume abklappern, abklappern, abklappern. Ich gehe jetzt nochmal in den Keller.
Der Keller. Da war ein Monster oder so. Geh in den Keller. Lauf jetzt da durch. Mit Vollgas. Da. Oh, da war eine Axt. Da war eine blutige Axt. Ich hab fast bis zur Axt geschafft. Da war eine blutige Axt. Ich hab's genau gesehen. Was mache ich jetzt? Das nochmal probieren? Komm, einmal noch. No, 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 ich kann nicht mehr. Okay. Er kann also wirklich nicht mehr. Hat nicht so viel Ausdauer. Dann gehen wir mal. Keine Kondition, Thomas, was? Das ist nicht so klug, wenn du hier in so einem gruseligen Haus wohnst. Thomas. Thomas, vielleicht sollten wir schleichen. Vielleicht ist Schleichen besser. Ich habe keine Lust mehr, in den Keller zu gehen. Dann nicht. Dann eben kein Keller. Dann nicht, Thomas. Ist okay, Thomas. Oh, hier im Hintergrund habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ein Galgenbild. Total ästhetisch. Auch hier sie mit einem Tuch über sich auf dem Kopf. Und er war Soldat, Opa. Opa war Soldat. Dann gehen wir mal hier lang. Oh, ist ja alles zugenagelt hier. Es ist zugenagelt. Ja, es ist zugenagelt, Thomas. Ich weiß. Wo kommen wir jetzt hin? Oh, irgend so ein Spielzimmer. Gabby? Bist du hier, Gabby? Hier, das bewegt sich, das Schaukelpferd. Vielleicht ist hier bei den gruseligen Puppen. Ich warte nur darauf, dass sich eine bewegt. Eine kleine, süße Puppe. Zehn Uhr. Ja. Schön hier. Lauf, Thomas, lauf. Dann geh mal da in die Ecke, Thomas. Jetzt laufen wir hier schon wieder lang. Nee, das ist eine andere Ecke, ne? Aber hier waren wir auch schon. Dann geh mal da rein. Was suchen wir eigentlich? Oh. Irgendwie so ein Nähzimmer. Aber keiner da, ne? Wo ist sie denn jetzt eigentlich? Gabby! Dein Bruder hat Angst. Oh, ich höre sie weinen. Hier ist sie bestimmt jetzt. Pass auf. Oh, nee. Aber hier hat sie gerade geweint. Nee, dann geh da nochmal rein. Welche Tür nehmen wir? Nehmen wir mal die. Oh. Es ist dunkel hier. Kannst du hier lang? Kannst du hier einen Schalter anmachen mal? Da hinten ist Blut an der Wand geschmiert. Kannst du hier nichts machen? Ich glaube, wir brauchen sowas wie eine Taschenlampe oder so. Also hier in dem Raum können wir nicht viel machen. Aber die Frage ist, ob das geht. Oh, wie eine Kerze. Damit können wir doch bestimmt in den dunklen Raum gehen. Und in die anderen dunklen Räume, wie den Keller zum Beispiel, auch. Hm, das wäre doch eine Idee. Gabby? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich hab dich doch gar nicht verlassen. Aber vielleicht meint er wirklich Gott? Warum hat Gott ihn verlassen? Oder meint er jemanden? Können wir... Ja. Gut, dann gehen wir raus. Ich weiß immer noch nicht so... weiß nicht, was der Sinn des Spiels ist, aber... So, schön hier. Ich lass mich nicht erschrecken. Wo ist sie? Ist das Gabby gewesen als Geist?
Stand sie wieder hinter uns. Geh da mal schnell rein. Ach, hier können wir nichts machen, ne? Müssen wir wieder raus. Vielleicht steht sie wieder vor uns. La 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 la, Thomas mit seiner Kerze. Ja. Ach Leute, erschreckt mich nicht so. Dann gehen wir schnell nach hinten, wir wollen in den Keller. Ich will unbedingt in den Keller, ist total schön da bestimmt. Nee, hier will ich gar nicht hin. Was ist das? Wieder ein Baum? Da baumelt auch was. Dann laufen wir nochmal weiter hier. Hier sind, genau, da sind die Bretter. Und hier geht's jetzt runter. Wollen wir doch mal gucken hier, was da unten uns immer verjagt mit der Kerze. Da sind wir jetzt aber unbesiegbar, du. Oh, und zack, ist es auch gar nicht mehr so dunkel hier. Lauf mal. Da ist die Axt. Endlich. So, jetzt kriegt die Gabby aber eine über die Rübe. Na toll, jetzt haben wir... Na toll. Eww. Was ist denn das Ekliges? Eww. Okay. Zwirbelt er sich da mal erstmal schön die Ader raus, oder was war das? Bäh. Vielleicht ist er ja hier der Mörder und er bringt die alle um. Er hat die Axt ja schon gefunden. Er kann sich noch nicht dran erinnern, dass er es war. Ich höre ein Geklimper. Es wird hinter uns dunkel. Es wird hinter uns dunkel und er kann gleich nicht mehr laufen. Oh nein! Thomas, bitte! Du musst noch ein bisschen durchhalten. Guck mal, hier ist es immer dunkel. Was klötert denn da? Kommt jetzt der Hausgeist mit seinen Ketten? Hallo? Oh, wir können die Dinger einhauen, ne? Thomas, gib alles. So. So, jetzt können wir nach oben nämlich gehen. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Was, wenn wir die Axt haben, ja die Bretter reinhauen können. Aber dann hätten wir ja nicht den aufgezwirbelten Arm gesehen. Das wäre ja langweilig gewesen. Ach nee, der Arm, der kam ja sowieso. Gabby! Gabby, was ist los? Gabby? Toll, jetzt haben wir keine Axt mehr und keine Kerze mehr. Muss ich das jetzt alles nochmal suchen? Oh, Thomas. Thomas hat einfach zu viel Angst. Aber ich weiß ja auch nicht, was da auf uns zukommt. Ich habe so ein komisches Kettengeklirre gehört. Oh, jetzt sind hier überall Spinnweben. Oh, das Haus wird immer älter. Das ist ja auch schön. Verrückt. Dann geh da mal durch. Oh, alles ist jetzt vermodert und eklig. Oh, schön. Oh, hier Blumen. Gabby als Porzellanpuppe mit pinker Blume? Das bin ich übrigens. Ach, Thomas, ich weiß auch nicht. Ich hab's ja nicht so mit Spinnen, deswegen finde ich die Weben hier ein bisschen eklig. Ich laufe mal nach rechts. Ins Dunkle. Dieser schönen Musik. Nö. Spieluhr. Oh, ein Schrank. Ein mysteriöser Schrank. In dem wir uns verstecken können. Wie bei Outlast.
das hier die billige Version von Outlast. Oh, und wenn das Klirre-Ding jetzt wieder kommt und das ein Monster ist und wir uns im Schrank verstecken müssen. Guck mal, hier gehen wir in den Keller nochmal. Mal gucken, ob wir wieder was Schönes finden. Thomas? Das Mädel mit der pinken Blume wieder. Ist aber eine andere diesmal. Wie merkwürdig. Dann geh mal da durch die Tür. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll zu den ganzen Puppen hier mit den Schränken und den Spinnenweben. Eine Nonnenpuppe. Gehe ich hier jetzt nochmal rein? Und auch wieder raus. Und ganz viele Kinder, die schreien im Hintergrund. Ah, schön. Hier war doch vorher keine Tür, oder? Das war doch das Dingszimmer. Glaub nicht. Oh, was ist das hier? Die Schwester mit einer... Das ist bestimmt die Spieldose, die wir gerade hören. Bestimmt. Noch eine Tür. Ist alles mega verwinkelt hier. Ist alles nicht so einfach. Solange alles schwarz-weiß ist, weiß ich ja wenigstens immer... Oh Gott, ja. Dann weiß ich wenigstens, dass ich hier nichts nehmen kann. Wieder der Schrank, der Schrank. Geh da rein. Gut, dass wir uns versteckt haben. Oh nein, der geht jetzt immer hin und her. Oh, scheiße. Oh nein. Nein. Nein, der muss nochmal nach links jetzt gehen. Komm mal wieder nach links jetzt. Ich muss nach rechts gehen. Und dann müssen wir ganz schnell laufen. Scheiße. Was ist denn das für ein Koloss? Kommt denn der her auf einmal? Ich glaub's nicht. Oh, jetzt schnell raus hier. Oh Gott. Okay, wir haben es geschafft. Ab in den Keller mit dir, Thomas. Was macht er hier? Was ist hier los in ihrem Haus? Ich bin neugierig. Ich will das jetzt wissen. Hier wieder ein Blumenmädel. Diesmal hat sie einen Sprung in der Schüssel. Okay, sollen wir irgendwie alle Blumenmädchen erstmal finden? Oh, ich muss mal an der Nase kratzen. Aber ich kann ja beides. Steuern und laufen. Kratzen. So, schnell rein mit dir. Weil wir wissen ja jetzt, dass es hier, gruselige Monster gibt. Hier war aber auch wieder nichts. Ich muss doch mal was finden. Oh, und Schrank. Schnell rein. Schnell rein. Das merke ich mir. Wenn hier ein Schrank kommt, rein. Besser ist. Kommt bestimmt was. Da kommt bestimmt was. Pass mal auf jetzt. Pass mal auf, du. Da kommt jetzt was. Der dreht nur eine Runde. Oh, oh, noch ein Schrank. Dann geh in den Schrank. Immer in die Schränke reingehen. Gott sei Dank sind die leer.
In dem ganzen Müllhaus hier mit den Gemälden und Puppen und allem, da müsste der doch voller Ramsch sein. Okay. Haben wir wohl Glück gehabt, oder was? Oh, er kann schon wieder nicht mehr. Hier, Mädel mit Blume. Waren wir jetzt hier nicht schon? Da habe ich doch gesagt, dass wir die... die hatten wir doch schon. Werd verrückt. Dann gehe ich jetzt hier wieder runter, oder was? Immer runter die Treppen, runter, Thomas. Guck mal, hier hat uns doch jemand verfolgt gehabt. Das haben wir doch bei den Fenstern gesehen. Ist hier jetzt... Nee, hier ist auch nichts. Mal schnell raus hier. Wir wissen ja nicht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwann werden wir hier so verfolgt. Ich sehe das schon kommen. Dürfen wir hier ständig im Kreis rumrennen. Nein! Nein, da kommt... Nein! Aber er kann doch nicht mehr! Thomas! 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 Scheiße, Thomas. Oh Gott. Ich hab Thomas stecken. Das Spiel macht mich jetzt schon fertig. Aber wir müssen nicht immer von vorne anfangen zu laufen, oder was? Was ist hier? Ich glaube, das Vieh kommt hier aus der Mauer. Kann das sein? Er kommt. Er kommt. Thomas muss laufen. Thomas, schnell. Oh Gott. Er kommt. Geht er durch, geht er durch. Thomas. Pass auf, da ist ein Loch. Hier sind ganz viele Löcher. Geh mal vorsichtig, ganz... Oh Gott. Ich erschrecke mich wirklich. Ist nicht gespielt. Nur die Gesichtsmimik. Thomas! Mädchen mit Blume! Thomas, du musst durchhalten, Thomas! Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Klopsi. Klopsi mit den Adern. Klopsi geht nach links. Klopsi geht nach rechts. Scheiße, er riecht uns. Nein, nicht den Schrank aufmachen, du Arsch. Wenn der jetzt umdreht, gehen wir schnell wieder rein. Hier schnell in den. Klopsi ist ausgetrickst worden. Der geht nämlich jetzt wieder nach links und dann können wir nämlich weiter nach rechts. Aber dann mache ich mir immer noch Sorgen über diese über dieses Loch. Komm mal wieder rum. Da kommt er nämlich rum jetzt, der. Jetzt schnüffelt er uns bestimmt wieder. Nee, nee, wir sind gar nicht da. Schnell, schnell. Schnell, schnell weiter. Das schaffst du. Thomas, das schaffst du. Thomas, schnell. Geh mal in den Schrank. Das hält er nicht aus jetzt. Das ist zu viel für ihn. Das ist einfach zu viel. Müssen wir jetzt die ganze Runde abwarten, bis er kommt. Aber er kann halt einfach irgendwann auch nicht mehr. Wir müssen ihm also mal die Chance... Oh, geht er einmal rum oder ist das ein anderer? Okay, der kommt hier rum. Dann schnell raus und dann wieder nach rechts.
Wir sind nicht da. Du riechst an allen Schränken was. Schnell. Wir schaffen das. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, glaube ich. Ich glaube nicht, dass Klopsi hier hochkommt. So, dann ab hier rein in die Tür. Und los geht's. Oh oh. Gabby. Nein. Boah. Einfach mal das Messer auch in sich selbst reingesteckt. Wer kommt denn aus sowas? An einer Gummizelle aufgewacht. Herrlich. Schön. Das wird noch toll hier, aber leider werde ich jetzt einen Cut machen müssen, Leute. What the hell? Geh einfach wieder schlafen, Thomas. Einfach schlafen gehen wieder. Wir sehen uns im nächsten Part von Neverending Nightmares. Ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Ich finde es sehr spannend. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Die Tür ist aufgegangen. Bis dann.